Leute, es gibt eine gute und eine traurige Nachricht. Und ich bin immer der Fan, dass wir zuerst mit der traurigen Nachricht beginnen. Mein Gnu-Shop geht offline. Diesen gibt es ab 15.12. bis 15.01. noch online. Und dann wird es diesen erstmal nicht mehr geben. Alle Artikel werden weg sein. Also alles, was ihr jetzt findet, wird es so nicht mehr geben. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Auf ganz viele Artikel sind 50% drauf. Deswegen schlagt jetzt gerne noch zu. Danach ist der Shop weg. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Aber ganz viel Spaß und eine Beschreibung. Und sowas Süßes gibt es dort natürlich auch. Ja, es ist alles gut. Es wird schon noch eine Zukunft für uns geben. Falls ihr also auch Lust habt an so einem plüschigen, süßen Squishy-Gnu, gerne im Shop abchecken und viel Spaß. Willkommen zu einem weiteren Cozy Game. Und zwar spielen wir heute Wildflowers. In den Kommentaren sehr oft erwähnt, wie ihr hier seht, einmal von Selina empfohlen, kannst du mal Wildflowers spielen, ist ein sehr geiles Game, ähnlich wie Story of Seasons. Von Psycho Angels auch, ich kann dir Wildflowers empfehlen, das Spiel gibt es auch auf der Switch und ist ein Farming-Spiel mit interessanter Story und Charakteren. Und auch Bluestar ist der Meinung, ich habe vor kurzem Wildflowers gespielt, hier wird Farming mit Magie verbunden und es hat eine tolle, wenn auch teilweise traurige Geschichte. Hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, liebe Grüße, mach weiter so. Deswegen spielen wir heute Wildflowers. Ich bin sehr gespannt, bin natürlich auch immer offen für neue Cozy Games. Deswegen schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal rein ins Spiel. Ich bin sehr gespannt. Sieht ja richtig schön aus schon. Eine sehr, sehr coole Grafik. Und let's go! Ach, süß. Oh, da gibt's sogar Tiere. Wahrscheinlich unser Charakter. Excuse me, would you happen to know the way to Hazel Wild's farm? Tara? Oh my goodness, it really is you, isn't it? Ist ja voll süß. Lena? I haven't seen you since I was tiny. It's good to see you again. I heard you were coming to stay with your grandma Hazel. Now, do you remember the way? No. I don't remember much from that time. No problem. Go up the stairs behind me and turn left at the top. Then just follow your nose till you get to Hazel's house. Go up the stairs behind you, then turn left and follow the path. Got it. Voll die angenehmen Stimmen, richtig cool. Oh, I am sure Hazel can't wait to see you again. Just head up the stairs and take a left. Was mal so ein bisschen anders ist, ja, ich bin jetzt auf eine Insel gekommen, aber es ist schon so ein bisschen anders, dass ich den Charakter auch nicht designen kann. Der Charakter ist, glaube ich, festgestellt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man den später auch noch ändern kann. Auf jeden Fall sieht es alles sehr süß aus, sehr detailliert hier mit diesen kleinen süßen Schälchen. So ein Gewürzeladen, sehr, sehr cute. Wir gehen jetzt aber mal nach oben, jetzt eine Map. Und die zeigt mir sogar an, wo ich hin muss. Finde ich sehr gut. Und ein Journal haben wir. Aufgaben auf zu Oma. Okay. Sehr süß. Auch die LGBTQI+ ist sehr, sehr süß hier. Ach, was kann ich denn hier machen? Ah, hier kann ich einfach nur auf Pause drücken. Oh, sogar eine Bäckerei. Oh, es ist cute. Oh. Also wir sind schon so fast in der fertigen Stadt. Und die Tiere gefallen mir auch sehr gut. Kann man bestimmt später auch mal eine haben. So, ich bin hier. Ich laufe jetzt einfach hier weiter hoch. Zu Oma. Es beginnt immer mit Oma, Leute. So, hier sind die Footsteps. Die Footsteps. Hazel Wilds Farm. Schön. Siehst auch mal die Fische drin schwimmen, die du holen kannst.
Wildflowers, wilde Blumen. Blasted rusty old crank. I ought to blast you. Not a bad idea. Das ist eine Hexe. Actually. My charm will bind, turn and unwind. Look at it go. Grandma? Oh, it's you. Oh, my little honeybee. I'm not so little anymore, Grandma. No, I suppose not. I'm so glad you've come. Me too. How can I help out around here? I don't know much about farming, but maybe you can show me the ropes. Now that you mention it, I haven't got the spring crop of potatoes in yet. Let me help, Grandma. Why don't you give me those seeds and I can get them planted? That would be a good start. Here's the seeds. Yay, Kartoffelsamen. Just head over to one of the garden beds there and scatter them about. So, pflanze Kartoffelsamen im Gartenbeet auf der Farm. So, Kartoffeln auswählen. Bam. You're a natural. Now you'll need to water them if you want them to grow. Okay. Oh, die ist aber dreckig. You can fill it up at this old well. Okay, dann lass mal auffüllen. Und dann kann ich das hier wahrscheinlich jetzt bewässern. Ja. There now. That should do it. They'll take a few days to grow, but it's a start. Oh, and I was thinking about cooking up some mushrooms. How would you like mushroom soup for dinner? Geil. Is it the same one you used to make when I was little? Because if it is, yes, please. Lovely. You'll find plenty of mushrooms good for eating if you head up that mountain path a little. Wait, we have to pick the mushrooms ourselves? No, this isn't the city, honeybee. Besides, freshly picked mushrooms taste better. Yeah, if they're not the kind that poison you. You'll do just fine. I'll do my best. Is there anything else I can do for you? Well, if you wanted to get some new seeds in town, it might be a good time to stop by and see the mayor. Introduce yourself. He's at Town Hall, a big building in the center of town with a flag above the door. You can't miss it. Yeah. I'll take good care of you and this farm, Grandma. I'm just so glad you're here, my sweet little honeybee. Aw, süß. All right, here I am, farming. This place has changed so much. It'll take a lot of work to get back to how I remember. I don't know if city life has prepared me for this, but I'm ready to give it my best. So eine schöne Stimme. Mich erinnert das voll an Life Strange so ein bisschen, wie sie sprechen. Okay, ich habe ein paar Aufgaben. Also wir holen jetzt Pilze, kaufen Samen und gehen dann vorbei zum Bürgermeister. Wir haben Montag 10.10 Uhr und rennen jetzt einfach mal hier hoch. Ich finde es süß, dass man hier die kleinen Scampi auch rumflitzen sieht. Das heißt, man weiß auch, was man angelt. Man hat ja auch eine Mine, wie wir sehen. Hey, I remembered this mine. It looked way less run down when I was 7. But so did everything around here. Cute. So, da sind schon mal Pilze. Boah, ein so ein Pilz, der ist genauso groß wie ich. Pff, geil. Okay, so, 3 Pilze. Ich würde sagen, wir sammeln aber nochmal so ein paar andere Sachen auch ein. Und dann, ja, die Mine ist zu. It's a collapsed mineshaft. Looks like I can't get into it until it's fixed. So cool, wie die reden. Nice. Gefällt, gefällt. Vor allem, dass sie auch sprechen und man es nicht lesen muss. Gefahr, diese Brücke wurde für untauglich erklärt. Der Weg zum Berg ist nicht passierbar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und zwar nach unten zur LGBTQIA+-Flagge. Und dann ist hier noch irgendwas zum Einsammeln. Eine kaputte Farm. Die kann man bestimmt auch aufbauen. Das heißt, man kann auch Farmtiere haben. Aha. Wir können also auch eine Farm bauen. Und Mäuse, süß. Ah,
I see you've found the barn. This is it? I went looking for it, but I wasn't sure. Remember the time I milked Bessie and she kicked over the milk bucket? I hid in the barn because I thought you would be mad. No use crying over spilled milk. Or a barn that got blown down in a storm, I suppose. I had to give up keeping cattle. So does that mean this is... Yeah, the chicken coop. Well, after Merlin passed, I didn't have a dog to guard the chickens, and they kept getting picked off. I chopped up the coop for firewood. Oh, that's a shame. Do you think we could restore them? I'm sure we could, but after that old ranch closed up, the nearest place to get more animals is miles away. If Mayor Otto would bestir himself to do something about that, then... fixing up these buildings would be light work for Parker. Okay, das kann man also alles wieder fixen. Ich gebe ihm mal die Mushrooms. Ja, das ist schön. Ah, spring is the time when the earth reawakens. You can forage for the gifts the land offers up, if you know where to look. Have you found any mushrooms? Ich habe verdächtige Pilze gefunden. These work? Those are nice plump ones. You're a natural forager. When I was out searching, I came across that old mine. You used to tell me that there were goblins inside, remember? I told you that, did I? It was a smart way of keeping a curious little girl out of danger. The wood in the support rotted clean through. Shame. I'm sure there's still perfectly good iron and copper down there. Come back tomorrow and I'll have the mushroom stew prepared. I'm a bit tired just now. Okay, wir haben die Pilze. Nice. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt. Jetzt auch noch Stöckchen, die ich einsammeln kann. Holen die Samen und gehen zum Bürgermeister. Ja, man kann eine Scheune bauen mit Tieren. Finde ich immer sehr cool. Das habe ich bei Story of Seasons schon geliebt. Das habe ich sehr, sehr gesuchtet. Frage mich, ob man bei dem Spiel auch wieder ja, Leute daten kann, Beziehungen pflegen kann, höchstwahrscheinlich. Und das, dadurch, dass man das anklicken kann, geht das alles auch ein bisschen schneller. Es scheint mir ein bisschen schnelleres Farm-Game zu sein, was ich sehr bevorzuge. Ich liebe Animal Crossing, aber ich wünsche mir da schon ab und zu, dass es so ein bisschen schneller gehen würde, gerade wenn es ums Abbauen. Ach, hier ist eine Werkbank. You know, I don't think I've been in here since your grandpa died. Sorry, I was just looking around like you said. I didn't mean to pry. No, it's fine. I just wasn't as good with my hands as he was. He gave most of his tools to Thomas, since I knew he'd put them to good use. If we want to get this place up and running, though, we'll need to put in the work here, too. We always made a whole lot more money from his crafts than just the farm produce alone. If you ever want to try your hand at it, I kept the blueprints to all his tools right here. Thanks, Grandma. Not sure if I'm a handy Terra, but... I'll try for us. Okay. Da kann man dann Dinge herstellen. Papierpresse, Kerzentauchstation, Entsafter und so weiter. Wir gehen jetzt mal weiter. Sie möchte nämlich noch Kartoffeln. Dafür müssen wir jetzt mal die Samen holen. Ich lasse mich die ganze Zeit ablenken. Da jemand meinte, dass das Spiel sehr traurig ist, gehe ich mal oder könnte ich mir vorstellen, dass die Oma leider auch irgendwie demnächst es nicht mehr packt und wir ihre Farm übernehmen. Aber ich hoffe es nicht. Ist nur so ein Gedanke. Hier haben wir einmal ein Schmied. So, hier haben wir Juwelier, Bäckerei und hier ist auf jeden Fall der Bürgermeister. Guten Tag. Oh, hello. Welcome. Welcome, welcome. I am Mayor Otto Soft and you Otto must Soft. Be the new voter. I mean neighbor. Hi. Yes, that's me. If there is anything you need, I'm the one to speak to. We're a friendly town here at Fairhaven. We want to make sure you're settled in well. To that end, we want you to meet everyone, so we've made it a little game. The fine Fairhaven folk will let me know after they've met you. That way, I can give you a prize after you've met everyone. It's really quite clever,
and progressive. Plus a little bit creepy. You're funny. Anyway, come and see me after you've met everyone. Nice. So, der allerbeste Eisbrecher. Der Bürgermeister möchte, dass du jeden in der Stadt kennenlernst. Das scheint eine Art Spiel zu sein. So, 3 von 22. Ist aber eigentlich eine cute Idee, weil so bist du gezwungen, allen Hallo zu sagen. Violettes Veilchen. Das ist ja süß. Der Blumenladen. Oh, das ist so cute. Hier ist auf jeden Fall eine Schule. Okay. Ich würde trotzdem jetzt erstmal gucken, wo ich die Samen herkriege. Aber dadurch ist es eigentlich... Eigentlich wäre es ganz schön clever, wenn ich direkt diese Aufgabe erledige, weil ich muss jetzt eh irgendwo die Samen kaufen. Ich rede mal mit ihm. So. Hi, I'm Tara. I just moved to town. Ah, you must be Hazel's granddaughter. It sure is great to meet you. I'm Parker, Lena's husband. She asked me to stop by your farm in a day or two and show you around. You'll want to know where Lena's general store is. It's hard to run a farm without it. I'll be by before you know it to point it out to you. Ach, nett. Ja, man kann auch wieder Beziehungen aufbauen mit denen. Da, mit denen sprechen wir auch mal direkt. Hello. Are you my mom's new friend? Depends. Who's your mom? Lena. Then yes. Nice to meet you. I'm Tara. Nice to meet you too. I'm Finn. Okay, mit ihr spreche ich auch noch schnell. Ist ja voll süß, die Konversation. Hello. You're a stranger. Yes, I just moved here. I'm Tara. What's your name? Emmy. Well, now we're not strangers anymore, are we? Ja, ist voll nett. Ach, die Stimmen sind so nett. Okay, wir gehen mal hier lang. Was geht hier? Wald von Fairhaven. Okay, jetzt kann wahrscheinlich alles mit dem Zauber dann öffnen. Also noch mal eine größere Karte hier, ne? Ah, jetzt bin ich hier oben. Ah, süß. Okay, cute. Oh, Pilze. Pilze, Mushrooms. Ich liebe ja Pilze. Ich weiß, es gibt Leute, die hassen Pilze. Aber ich glaube, diese Leute haben noch nie gute Pilze gegessen. Der Überzeugung bin ich. Der Baum sieht irgendwie so sass aus. Okay. Was kann ich hier tun? Fische. Schau mich einfach mal um. Und ich muss auch noch gucken, wo ich meine Samen herbekomme. Bestimmt unten in diesem kleinen Gewürzladen. Das ist ein süßer Baum. Das ist ein bisschen wie die Großmutter Weide von Pocahontas. Kann ich da irgendwas machen? Bestimmt, oder? There's a plaque that reads, "This beloved tree, be old as the town itself." Ja, so alt wie die Stadt. Und irgendwas, wo ich dann mich upgraden kann. So, Kollege, was geht? Der Weihnachtsmann. Hi, I'm Tara. I just moved to town. You look just like I pictured. I'm okay, sorry, creepy Gespräch beginnen. Oh, being Hazel's granddaughter, I mean. Oh, and you are? Been many things, but if it's a name you're looking for, folks here call me Shelby. Okay, creepy conversation. Wir gehen direkt weiter. Alter, gruseliger Mann macht komische Komplimente. Das hier? Ah, okay. Eine Schnecke. Okay, kann ich auch in das Haus von dem einfach rein? Nee, das macht sie nicht. Okay, es ist schon 4.40 Uhr. Ich würde jetzt gerne mal die Samen hier irgendwo besorgen. Dieser Satz. Lass mal kurz gucken, wo ich das machen kann. So, geht's hier unten noch lang? Ist ganz schön groß. Da oben ist versperrt und hier kommen wir wieder zurück. Oh, die Katze. Süß. Oh, der kann mich einschleimen. Kann ich doch bestimmt einschleimen, oder? Bei der. Let's be friends. Ja, let's be friends. Komm zu mir. Ich habe zwar noch kein Zuhause, aber das ist egal. Süß. Ich kann bestimmt Haustiere haben. I'm sure. So, also. Wo hat es jetzt die Samen? Bevor hier alles schließt. Sieht nämlich stark danach aus. So, da hat es die Schule. Hier unten vielleicht. Da war doch so ein... Das ist ein Hotel. Hier ist ein Pub, Medizin, Food, hier bestimmt, oder? Einkaufsladen, Mischwarenladen. Oh nein, dazu! Geschlossen. Verdammt, ich habe zu lange getrödelt. Cocktailbar, voll die süße Stadt, ey, voll cute.
Richtig schön. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auch eher so eher der Landtyp. Ich mag die Stadt. Ist für ein, zwei Jahre cool, aber ich finde, es gibt nichts Schöneres als Natur. Ja, jetzt wird es dunkel. Ich war zu spät. Verdammt. Omi, ich habe verkackt. Wo schlafe ich überhaupt? Ich habe ja noch nicht mal eine Wohnung. Oma, es tut mir so leid. Kann ich bitte einfach in deinem Bett schlafen und du schläfst draußen? Wie noch die Kartoffeln, ne? Potatoes. Keep watering them. Ah, okay, sie will einfach nur die Potato haben. Wie sieht's eigentlich aus, die Potato? Die braucht ja auch gar nicht gewaschen werden. Braucht die nochmal Wasser? Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Kann ich die auch überwässern? Nee. Braucht sie gerade nicht. Okay. Dann möchte ich jetzt schlafen gehen. Weiß nicht, wo mein Bett ist, wo deins ist. Ich nehme an, dass das mein Bett ist. Yes. Oh, ist ja voll süß. Oh ja, süß. Oh, das ist echt cute gemacht. Auch die Möbel sind schön. Weißt du, da hat man Lust, Sachen zu craften und zu bekommen. Oh, es gibt auch Bösewichte. Rabe heißt er. Oder sie. Wollt es öffnen, kriegt es nicht auf. Dienstag. Es ist schön, Mann! Es ist so schön. Sie schläft einfach mit der Lederjacke, dem Kleid, den Schuhen. Geil. So, Oma hat irgendwas vor. Pilze. Lena brought us some extra milk while you were out, so I made us a delicious mushroom soup, sure to warm our bellies. And you're sure it had the right number of, gills or whatever? We're not going to start seeing things or frothing at the mouth. Oh no, if I gave you something that made you see things, it'd be on purpose. Grandma! I'm just kidding, honeybee. Now, I have another chore for you that would be a great help if you don't mind. Of course, Grandma. What is it? Some wood for the fire would be nice. Nights are still cold in the spring around here. Could you go and find a couple of the big old logs lying around the farm, chop them up for me, and bring me the wood? Sure thing, Grandma. You'll need this to get started. Wähle einen Gegenstand aus, um mehr darüber zu erfahren. Gutes Holz. I just love the peace here. I guess that's why I've never moved anywhere else. Do you think that's strange? No, Grandma. I think it's peaceful here too. Well, maybe we're both strange. Okay. Voll cute, ey. Es ist einfach alles süß und die Stimmen sind so... Don't forget to water those potatoes. Ja. Die Stimmen sind so angenehm und bringen einen so richtig in so eine cozy Laune. Oh, es ist so gut synchronisiert. My watering can. So. Okay. My watering. Ja, ja. Da kann ich auch noch was einpflanzen. Ich habe noch nichts. Jetzt würde ich gerne mal die Samen kaufen. Ich habe ein bisschen Geld. Das machen wir jetzt mal. Oh, da möchte ich mit mir reden. It's me, Parker again. I stopped by just like I promised. How you settling in? I'm getting there. I hear you. I moved here from the city myself 10 years ago. Oh, how long did it take you to feel comfortable here? I'll let you know. Lena's busy right now, so I wanted to show you the way to the general store. Oh, yeah. It's really important for anyone running the farm because she can buy all your produce and sell you new seeds. It'll be hard to make ends meet if you can't sell your goods. I'm heading there now if you want to tag along. Ja, gerne, bitte. Yes, that would be fantastic. I get turned around in town sometimes. Great, follow me. Schade, dass du schon vergeben bist, Kollege Parker. Boah, kann ich den eigentlich auch ausspannen? Geht das in dieser heilen Welt? Weil der hat ja eine Frau. Oder sind wir dann irgendwie Polyamor? Oder? Ich glaube, das sollte ich noch ausprobieren. Voll nett, dass der extra vorbeikommt. Ich muss sagen, es ist so traurig. Ich bin manchmal echt von netten Menschen so überrascht und geflasht, weil es so selten geworden ist.
dass Menschen einfach hilfsbereit und freundlich sind. Also ich kannte das aus Australien, da war ich echt entsetzt, wie nett die waren. Ich dachte immer so, die sind nett, die wollen doch dafür irgendwas im Gegenzug. Nein, sie waren einfach nur nett und freundlich. Es ist so selten geworden einfach. Ich meine, ich bin selber nicht besser, ne? Also ich habe mir davon auf jeden Fall eine Scheibe abgeschnitten, weil ich das auch bemerkt habe, dass man selber selten einfach Gutes tun möchte. So, Kollege. Aber klar, in Zeiten wie diesen ist es auch schwer, happy zu sein, ne? So, vielleicht auch mal raus in die Stadt, ins Dorf. Wie der Bürgermeister da oben gruselig drin sitzt. Er sieht irgendwie fies aus. Sehr gut, zeig mir den Gewürzeladen. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Das ist echt schön gemacht. Ah, hier, doch, da wollte ich ja vorhin rein. Yay. Nice. Oh, es ist alles schön gemacht. There you are, and you brought Tara. Wonderful. Tara, I can't wait to buy your fresh crops. And if you need seeds, I can sell you whatever's in season. Ach, das ist der Mann meiner besten Freundin. Red flag. They were giggling over breakfast, so I searched Finn's backpack and found a whoopee cushion in there. Again. I mean, that's terrible. See? That's the problem right there. You think it's funny, and I have to be mommy cop. No, I'm taking this seriously, really. Okay, whatever. You can be the one to go to the next parent-teacher conference. I'm tired of getting stared down by Vanessa. Okay, dann lass uns mal alles ohne Etiketten, ohne Werbung. Ich möchte gern was kaufen. Vielleicht grüne Bohnen oder Mehl. Ich weiß halt nicht, was meine Oma möchte, was ich ansehe. Vielleicht Mais. Kann nicht angebaut werden. Vielleicht machen wir einfach nochmal Samen der grünen Bohne. Kaufen. Und vielleicht kaufen wir auch nochmal ein bisschen Mehl. Weizen. Okay. Gut, danke. Dann kann ich das nämlich ansehen und mit denen kann ich auch nochmal sprechen. Hey, Bro. Hey, Bro. Hey, but I'm not a man, sie sagt sogar. My name is Kai. Check it out. This is my kiosk. I'm here, you know, whenever. It's like a pop-up shop. I only sell the most killer stuff I find off-island. Take a look, but like I say, if you fall in love with something, better get it now. The merchandise is just whatever feels right in the moment, you know? Okay. Geil. Okay, so, mit 8 Bewohnern schon geredet. Hey, how's it going? I'm Damon. You're Hazel's granddaughter, yeah? How did you guess? You got the same eyes. They say, I'm beautiful, but I don't suffer fools. Ooh, wird schon geflirtet. Take that as a compliment? I run the bar. Stop by for good vibes and a sympathetic ear any old time. Yeah, thanks. Awesome. Oh. Hey, Bruno. Damon, I want to settle up for last night. Sorry I didn't have it on me at the time. That's all right. I knew you were good for it, but thanks. Fish just haven't been biting lately. But I got Otto to float me for a week. I wish you hadn't told me that. Your son already has it out for me, Bruno. That's not so. He's just a teetotal is all. And who's your new friend here? Guten Tag. You're Hazel's granddaughter, aren't you? Guten Tag. Yes. Okay. Are you German? And also psychic? I'm Bruno. Don't actually speak much of my native tongue, but I try to keep up some traditions. And you're just the picture of your grandma when she was a girl. I am? Yeah. She was a real spitfire back then, too. Hasn't changed much. I see you met Damon. Tara, watch out for this boy. He's trouble. Hey, I'm trying to make a good first impression here. Do you mind? Sind die cool. Wie witzig. I'm German. So, dann haben wir hier. Hey, I'm Tara. Oh, the new girl. I'm Francis. Enchanté. Oh, you speak French? Well, no. I speak Spanish, though. Bienvenidos to our little seaside pueblo. Gracias. Witzig. Ist alles vertreten hier. Welcome to Cafe Moretti. What can I get you today? Oh, I'm new here. I just came by to say hello. It does smell great in here, though. Wait, you're Hazel's granddaughter. Welcome. I hope you come back soon. Moving always works up an appetite. Oh, where are my manners? I'm Sophia. Hey, Sophia. I'm Tara. It's nice to meet you. Ach, voll nett sind die alle.
Ah, ist cool, dass das Spiel sagt, hey, du musst die alle kennenlernen. Ich gehe jetzt mal wieder die Pflanzen einsammeln. Da haben wir, beziehungsweise Pflanzen. Dann haben wir die Aufgabe für die Oma erledigt. Ich gehe nochmal kurz zu den Flowers. Die fand ich auch so cool. Die hier den Blumenladen hat. Das ist alles so schön gemacht einfach. Look at this, how cute. Oh my gosh, you've gotta be Tara! Hazel's been hyping you up for weeks now. Well, now I'm embarrassed. Don't be. It's sweet. I wish I had a grandma here to talk about how great I am. Anyway, I'm Violet. Pleased to meet you, Violet. We don't get too many new faces around here in Fairhaven, so let me know if you ever want to hang out. Ja, gerne. Die will ich als beste Freundin, die ist cool. So. Schon fast die Hälfte der Einwohner getroffen, jetzt gehen wir aber mal weiter. Also da ist, muss man sich... Ich finde es cool, dass man erstmal alle kennenlernt. Dann wisst ihr auch automatisch, wo was ist. Schmiederei ist auch nicht schlecht. Gehe ich nachher mal hin. Aber jetzt pflanzen wir erstmal noch was ein. Und wir müssen ja noch was einsammeln. Und ich hatte irgendwie die Möglichkeit, das Essen zu durchsuchen. Oh, die Kerzen herstellen. Süß, wie das aussieht, was man alles herstellen kann. Oh, das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön, Leute. So. Dann, Inventar war das, ne? So, Essen. Brauche ich jetzt noch nicht. Ich habe noch genug Energy. So, dann pflanzen wir mal hier was ein. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich würde sagen, die, ja, die Bohnen. Weizen geht wahrscheinlich noch nicht. Weizen muss ich wahrscheinlich am Boden dann einpflanzen. My watering can is already full. Okay, ist ja gut. So, rostige Gießkanne. Und dadurch, dass sie rostig ist, gießt sie nicht so gut. So, jetzt sammeln wir mal, was die Stöckchen waren, das glaube ich, gell? Kannst du schon im Journal nachschauen. Genau. Stöckchen. Und ich brauche irgendwo eine Axt. Kann ich mir die vielleicht schon selber erstellen? Die muss ich ja irgendwo herbekommen. Geht das? Nee, kann ich noch nicht. Dann werde ich wahrscheinlich gleich irgendwo finden. Jetzt sammeln wir erstmal die Stöcke. Ah, ich habe sogar eine. Wo kommt die denn her? Ich finde das gut, aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich finde es sogar sehr gut, weil ich finde diese nervigen Aufbau jedes Mal, wenn man viele Farming-Games spielt, immer ein bisschen anstrengend, wenn man das alles immer holen muss. Jetzt habe ich das alles schon mal. So, habe ich das jetzt erledigt, die Aufgabe? Ja. Ich mache trotzdem mal noch ein bisschen mehr. Vor allem, sie macht so mit einer Hand, weil sie ist so stark. Sie braucht nicht zwei. Ich freue mich, wenn ich endlich... Oh, meine Energie geht da übel runter. Ich muss jetzt erstmal was essen. Inventar, Suppe. Deswegen habe ich die bekommen. Yay, gleich zweimal. So. Und nochmal Yeet. Und nochmal Yeet. Ja, es geht ganz schön schnell runter. Genau, zaubern kann man auch, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, dann geht das echt schnell. Es wird so ein Farming-Game, wo du wirklich sehr schnell sehr viel anbauen kannst. Und ich freue mich auf meine Farm. Auf die Tiere. So, dann gehen wir mal zur Oma. Wir haben ja alles. Oh, das kann ich auch einsammeln. Sehr schön. So, Oma, what's poppin'? Oh, that wood looks nice and dry and ready to burn. Great. Thank you for doing that for me. It was no trouble. Phew. It was hard work, though. Oh, look at you. You're plumb tuckered out. If you work too hard and don't keep an eye on your energy, you're likely to pass out. But there's an easy solution. Good old-fashioned country cooking. Here's another serving of the soup. Oh, danke. So, dann haben wir das. Die Potatoes. Potatoes, die braucht sie noch. Hat das gerade geleuchtet? Nee. Potatoes braucht sie noch. Weil die brauchen noch. Ich glaube, die müssen auch gerade nicht bewässert werden. Dann würde ich mal gucken, dass ich mehr Leute kennenlerne und ein bisschen chit-chatte. Ich glaube nämlich, dass der Bürgermeister... Ich möchte mir ja nicht so... Weißt du, es ist wie wenn man sich sehr viel erhofft und am Ende kommt nichts mehr raus. Ich habe das Gefühl, dass der mir vielleicht ein eigenes Grundstück schenkt. Hello there. Nice to see a new face around here. Hi. I'm Hazel Wild's granddaughter, Tara. Oh,
Hazel was so kind to me when I first moved here. Used to let me cut through a property to get to the old mine. Of course, that was before the supports in the entrance gave out. There's still good ore down there, I suspect. Ore? Oh, sorry. I didn't introduce myself. I'm Natalia, and I own the blacksmith. I can melt down ore into ingots and upgrade any of your farm tools for you. Oh, die haben alle so angenehme Stimmen. Ich lieb's einfach. Eliabs. So, kann ich eigentlich auch in Häuser rein? Die haben alle so cute Häuser. Ich will auch so eins. Und ich bin schon gespannt, wie es aussieht zum Thema Einrichtung und allem. Haus der Familie setten. Ach, da kann ich die Familie... Aktualisiert sich die Karte eigentlich auch, dass ich immer weiß, was welches Gebäude ist? Nee. Okay, nicht schlimm. Wir gehen mal weiter. Es fehlen noch ein paar Leute. Ich weiß nicht, ob die Tiere auch dazu zählen, aber im Juwelier war ich auch noch nicht drin. Geschlossen. Mittwoch und Samstag. Wird das morgen offen. Habe ich aber eh schon kennengelernt. Hier, Bäckerei. Ganz wichtig. Brezeln. Ja, Brezeln. Yes, I am that Angus. Excuse me? Oh, I could tell you were wondering if you recognized me. I am indeed the Angus who was on an episode of Baking Battles. Always nice to meet a fan. Oh, yes, I thought that was you. What with this being a bakery and all. Yeah, I guess it's obvious. My little claim to fame. Und hinten ist auch Super Mario, sein Bruder. Süß, diese Torten hier. Okay, lass mal weiterschauen. Arbeitet er hier allein? Ja. Okay. Die haben wir schon. Hier ist noch was. Da gehen wir jetzt auch mal. Hier jetzt ganz viele Kinder. Verdammt, Kinder! My mom said I should make an effort to make you feel welcome in Towner. So, hi, I guess. I'm Juliet. Hey, Juliet. It's nice to meet you. Okay, bye. Hat gar keinen Bock auf mich. So, habe ich mit denen allen, mit dem habe ich noch nicht geredet, glaube ich. Oh, hey, you're new here. I'm Sebastian. Who are you? I'm Tara. I just moved here to help out my grandma Hazel. Do you know her? Oh, yeah. Hazel's cool. Like, for a grown-up. Oh, die coolen Kinder, ey. So, ist hier die Lehrerin irgendwo am Start? Während die Kinder, die viel zu reif wirken, hier mit ihren durch ihre Stimmen hier auch rumschaukeln. Wer bist du? Ah, das ist ja meine Freundin, ne? Kann ich da jetzt mit rein? Geht doch jetzt in ihr Haus, oder? Hey, wir sind doch Freunde. Ich möchte gerne in dein Haus. Lass mich in dein Privat. Nein, ich kann nicht mit rein. Boah, wie sie mir die Tür zuklatscht. Es wird schon, ist schon 6 Uhr jetzt. Wird schon schnell dunkel. Hier kann man auch noch was Neues erbauen. Kann man da irgendwie rein? Nee. Hier war ich ja schon. Ich glaube, so viele Leute fehlen mir gar nicht mehr. Ich gehe nochmal nach unten. Ich glaube, da gibt es noch einiges. Da gibt es ja auch die Bar. Die müsste jetzt ja abends eigentlich auch aufhaben. Auch am Dienstag erwarte ich das. Gar eine Schule haben wir. Hier war ich auch noch nicht drin. So ein Hotel, oder? Liga des bewussten Verstandes. Ach, so eine Kirche. Oder sowas. Ein Friedhof haben wir auch. Oh. Sehr ungewöhnlich für so ein Game, Farming-Game und Friedhöfe, denkt hier nämlich niemand. Heute ist es 19 Uhr. Wo seid ihr Schnarchnasen alle? Was, wer wohnt hier? Haus des Bürgermeisters. Ach ja. Ich kann da rein. Kann ich mit dem Bürgermeister was anfangen? Da muss ich mir gar kein Haus bauen. Okay. Ich gehe nochmal Richtung Bar. Da wird doch sicherlich noch ein bisschen Party abgehen. Meine Energy lässt auch nicht nach, glaube ich. Ich beobachte die mal, ob die auch so ein bisschen runtergeht oder nur, wenn ich arbeite. So, hier haben wir einmal Medi, Satsu, die Amira. Hier hat's Essen. Das hat alles zu. Das hat noch offen. Nee, ist auch zu. Sausage-Laden hat auch zu. Oh, Leute, also ihr chillt euer Leben ja richtig. Ach komm, die Bar muss doch jetzt offen haben. Die hat zu. Tja, Leute, so ist es halt, wenn man am Land lebt, ne? Wir haben sogar einen Beach. Den Beach habe ich noch ganz außer Acht gelassen. Land und Meer. Ach, schön. Leuchtturm kann man auch bauen. Oh, schön. Wow. Oh, schade, dass ich jetzt halt so spät hier bin, ne? Die schlafen jetzt alle. Ich würde sagen, das erforsche ich dann morgen. Ich komme von hier ja auch nach oben. Das erforsche ich dann morgen, weil es blöd, wenn die jetzt alle schlafen.
Dann kann ich hier mit gar niemandem reden. Gehen wir mal hoch. Cool, voll die riesen Ranch. Boah, Wahnsinn. Crazy. Da sieht man schon mal, was alles möglich ist. Richtig cool. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Das ist ja riesig. Das ist ja riesig hier. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. So, da ist das Haus meiner Oma. So, Oma, ich gehe schlafen. Hier geht ja schon gar nichts mehr um 21 Uhr. So. Good night. Mittwoch. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde bei so schönen Farming-Games würde ich dann trotzdem gerne, dass sie Schlafanzug und alles anzieht. Are your allergies acting up? Oh, no, it's all the dust in the front room. But sweeping makes my back ache. So I've turned a blind eye for months now. But that's exactly what I'm here to help with, Grandma. Then would you mind showing those dust bunnies the front door? There's a broom in my room you can use. You wait out here. Those dust bunnies have no idea what's coming for them. Oh, ein Besen. Kann der jetzt gleich fliegen? I'll have to move this rug to make real headway. Whoa! Is that an actual trapdoor? Jeez, Grandma. What are you keeping down there? So, the trapdoor under the rug. Hmm? What is it for? Preserves and pickles? Or old machinery? It's not important, honeybee. Will you be out and about tonight? Probably, but I... Could you fetch me some moonflower? It only blooms after sunset. You'll know it by the white blossoms. See, my moonflower tea blend makes me feel so healthy. I get a blush on these old cheeks. Go right past Parker's workshop into the woods and you'll find what you need. I feel like I'm getting redirected here. At my age, it's awfully hard to hear certain things. Did you put the rug back in place? Yes, Grandma, but... But are you brewing moonshine down Schnaps? Here? You can tell me if you're brewing moonshine. I can already taste that tea. Ignoriert mich, die will es mir nicht sagen. That was normal. Ich wette mit euch ein wohlgebrühtes Geheimnis. Ich glaube, dass sie es uns nicht sagen will. Wir erfahren jetzt, dass sie eine Hexe ist. It's just a broom. Es ist nicht nur ein Besen. So, wo war denn nochmal hier dieser Boden? Wo habe ich das gefunden? Diesen. Also irgendwie ist Oma sus. Tell me, honeybee, does Arthur mind that you left your job in the city to come help me? Well, I didn't really leave my job. My job left me. Oh, our site got acquired, but the new parent company just wanted our subscriber list, not our editors. Maybe Dad wishes I was using my degree in a new job in the city. But then who would help you here? He's not going to come do farm work. That's for certain. Your father has the blackest thumb I've ever known. Even when he was a boy. Oh, ich kann sie fragen wegen der Magie. Was war das hier? You'll need to go to the woods at night to pick the moonflower. Ich muss nachts in die Wälder gehen. Okay, ich muss nachts in die Wälder gehen. Dann würde ich jetzt aber mal runtergehen zum Strand. Ich wollte ja den Leuten Hallo sagen. Und ich würde das hier mal gießen. So. Kann ich die jetzt ernten? Nee, braucht noch 3 Tage. Cool, dass es auch dran steht. So, jetzt gehen wir runter zum Strand. Und dann abend gehen wir in den Wald und holen diese Mondblüte. Ist echt cool. Also es macht echt Spaß, vor allem zu wissen, was kommt als nächstes. Was ist Geheimnis? Da lernt man zaubern. Wahrscheinlich haben wir Zauberkräfte und wissen es noch gar nicht. Und sie zeigt uns, wie das alles möglich ist und funktioniert und was wir da alles so Schönes machen können mit. Finde ich sehr cool, den Aufbau. So, hier ist auf jeden Fall niemand. Einfach nur ein kaputter Leuchtturm. Ist hier unten jemand?
Wahrscheinlich auch nicht. Eine Muschel. Yay, Muscheln brauche ich. Schön. Was für schöne Muscheln. Hier ein Haus haben. Das ist doch live. Okay, ich gucke jetzt mal am Strand. Da gibt es zwischen auch ganz viele Leute, denen man mal Hallo sagen kann. Und ich vermute, wie gesagt, dass man ein Gebäude oder Grundstück bekommt, wenn man alle kennengelernt haben. Irgendwas gibt er einem. So, gehen wir mal runter an den Strand. Was geht hier so, Leute? So, Party People! Wo sind die Party People? Oh, Bananen. So. Das sind alles Wohnhäuser. Oben gibt es aber auch noch ein bisschen was anderes. Das ist so schön, ne? Wenn du irgendwo am Strand lebst. Die Katze habe ich, glaube ich, schon geblascht. Ja, die Tara. Wo auch immer ich ihren Namen her habe. Was gibt's hier oben? Da kann ich bestimmt auch Pferde und alles dann bekommen. Ich wette mit euch, das geht auch noch. Und ich kann 100 Pro mit meinem Besen auch noch durch die Gegend reisen. So, hier scheint gar niemand zu sein. Dann gehen wir mal auf in die anderen Läden. Die waren hier unten auch noch. So vielen Leuten muss ich auch gar nicht mehr Hallo sagen. Süß, die Katze hinterlässt sogar kleine Fußspuren. So, da oben möchte ich mal gerne rein. Und angeln kann man hier doch. Kann man eigentlich hier angeln? Oder habe ich Angel? Habe ich wahrscheinlich auch noch nicht. So, da, der Wurstladen ist offen. So, hallo. Hi, I'm Kim. Hey, Kim. I'm Tara. I just moved here from the city. Oh, so what sent you screaming from the city? Dead-end job? Associate pass on dating apps? Ja, die Partnersuche, der Beruf. I got let go from my job in the city, so I came here for a fresh start. I get it. I came here to try something new, too. This is the butcher. We only sell humanely treated animal products. Right now, I have to source the meat from off-island. But we'll hopefully get a new rancher to move here soon. Cool. Nice to meet you. Okay. Boah, die braucht aber viele Herzen, bis sie mich mal mag. Gar nicht mal so einfach. Hier, die Cocktailbar. Wann macht die auf? Dienstag geschlossen, Mittwoch 18 bis 1 Uhr. Doch abends, okay. Aber den Typen kenne ich eh schon, der die hat und leitet. Hier Würze habe ich auch, das habe ich auch. Was geht hier? Ist hier unten noch irgendwas am Steg? Angelt hier jemand? Da ist nochmal ein Boot. Da lebt jemand in seinem Boot. Boot. Die Lehrerin habe ich auch noch nicht getroffen. Wo ist denn die eigentlich? Where's the teacher? Und es wird jetzt auch gleich also abends um 18 Uhr wird es dunkel, dann gehe ich in den Wald und hole diese Blume. Hier sind auch ein paar Leute drin. Hier war ich noch nicht drin. Ah, genau, die brauche ich auch noch. Hello. And who is this beautiful creature I see? Wow, wie nett die sind. What? I'm Tara. Hazel told me her granddaughter was coming to town, but... thanks. Voll nett sind die. I'm Amira. The doctor here in Fairhaven. I've been taking care of your grandmother. Oh, wow. Thank you. I came as soon as I heard she was sick. She's lucky to have such a caring family. Uh-oh. Well, I mean, to be honest, we kind of fell out of touch for a while. I'm trying to make up for lost time. We can't regain lost time. But you're here for her now. That is enough. Ja, merkt euch das, Leute. Ihr könnt Zeiten nicht wieder aufholen. Ich glaube fast, dass meine Oma stirbt und ich ihr alles übernehme. Weil jetzt ein Friedhof und Leute meinten, das ist ein trauriges Game. Deswegen vermute ich das fast. Donnerstag ist Mittwoch geschlossen. Also ist nur eine Vermutung. Ja. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Die Lehrerin brauche ich noch und noch zwei weitere, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, dass das auch... eine Aufgabe ist, die man jetzt gar nicht sofort erledigen muss. Aber die Schule ist offen. Das heißt, ich gehe jetzt in den Unterricht, raid in den Unterricht und höre mal an, was die Lehrerin zu sagen hat. Da ist sie ja. Nice. Girl! Welcome. I am Vanessa Soft, First Lady of Fairhaven. Pleasure to meet you. How is your grandmother doing? She's... well... to be honest, she's not doing too well. That's why I'm here. It's wonderful that you came to help her out. Do let me know if there is any way I can help. Alle so nett. Habe ich mit ihr schon geredet? Ja. Ich stehe noch alle auf. Ich glaube, ich habe mit allen schon geredet. Mit dir auch? Ja.
Die Kinder sind aber auch gut erzogen, ne? Die stehen einfach auf und verlassen den Unterricht. Kein Bock mehr. So, Bäckerei. Ah, Juwelier hatte ich aber auch schon. Ja, hatte ich auch schon. Es fehlt noch jemand. Sie hatte ich auch schon. Die Schmiedi. Die Schmiedi-Dame. Hier geht's zu den Mountains. Die Mountains kann ich auch noch gar nicht öffnen, ne? That's the deal. Ich kann da noch gar nicht hin. Aber kann ich eigentlich auch theoretisch angeln? Weil ich hatte meine Axt ja auch einfach in der Hand. Mal gucken. Geht das? Nee. Ich kann auch nicht angeln. Vielleicht gibt es hier noch irgendjemanden. Hier ist der Bauernhof. Das kann ich alles aufbauen. Ich glaube, ich vermute fast, dass wir das alles erben werden, weil sie nicht mehr lange lebt. Uns dann das Hexen beibringt. Und wir alles aufbauen. Ich glaube, dieses ganze Grundstück, das wird alles uns gehören. Das ist schon sehr groß hier. Wer fehlt denn eigentlich noch? Habe ich hier eigentlich eine Liste, wo ich sehe, mit wem ich noch reden muss? Hier. Einwohner. Da fehlen noch zwei. Ach, mir fehlen echt nur noch zwei. Crazy. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber ich gehe schon mal in Richtung Wald. Weil jetzt gibt es gleich diese Mondflower, die wir einsammeln müssen. Hier ist nichts. Mit der habe ich gerade schon geredet. Mit ihm auch. Was ist hier? Anfragen. Ach, da kannst du das sammeln, anwenden. Cool, da kannst du Quests annehmen. Dafür kriegst du dann bestimmt Geld. Nice. Das ist ja cute. Also es gibt immer was zu tun. Da, das Kind hängt auch schon am Handy. Das haben sie aber gut und realistisch getroffen. Hier, kann ich hier irgendwie rein? Eine habe ich aber auch schon kennengelernt. Ich kenne die alle schon. So, jetzt wird es langsam dunkel. Katze ist auch immer überall da. Ich glaube, die will adopted werden von mir. Oh, hier liegen einfach mal XXL Nüsse rum. So, es wird dunkel. Fische. Da oben steht doch noch jemand rum. Den hatte ich noch nicht. Ah doch, das kleine Kind. Kleines Kind nachts im Wald. Ich weiß ja nicht so. Irgendwie ist die Musik hier bedrohlich. Warum ist denn die Musik hier so bedrohlich? Ja, that's nice. I'm sure I know. At least that's... Okay, Girl. Ich geh mal weiter. Ich brauch die Blume. Ich geh nochmal raus aus der Region. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal neu laden muss dann. Cat. Aber Kitty Cat. Ja, jetzt wird's dunkel. Ich gehe kurz mal hier lang und dann nochmal rein. Ich glaube, dann kommt die. Also ab 7 wird's dunkel. So, jetzt. Hallo, ich bin gerade erst hierher gekommen. Wo ist die Pflanze? Das war auf jeden Fall eine weiße. Eine weiße Pflanze. Oh, die da hinten, oder? Die sieht doch voll offensichtlich. Also die wird's 100% sein, oder? Ja. Yes, Mondblume, offensichtlicher geht's nicht. Hello? Who's there? Oh. Sass! I probably shouldn't spy on strange people creepily creeping through the woods at night. Schön ist meine Oma da dabei. Das ist bestimmt meine Come Oma. Come on, Elder Hazel. Don't rush me, I'm ja, coming. Ich wusste es. Where did she go? She shouldn't be out here at night. Elder Hazel, this is the third time you've come to the circle without your robe and mask. This is an unacceptable risk. Bah! It's time for us to come out of hiding. The town won't be afraid of witches if they know that we're their neighbors. People seem nice until the day comes when they need a scapegoat for their troubles. Then people become mobs. Kann jetzt schon sagen, I didn't bring Terra here so she could skulk around like she's doing something wrong just by being who she is. So you think your intuition was right then? She has the gift? When will she be ready to join us? Join them? You hear something? Uh-oh. Oh nein. Ja, die wollen, dass ich quasi warte, bis Oma zurück ist, um sie über den Wald zu befragen. Ja, die hat mich nur eingeladen. Wahrscheinlich ist sie gar nicht krank. Die hat mich nur eingeladen, um mich als Hexe auszubilden. Falls ihr also Lust habt, eine weitere Folge zu sehen und zu sehen, wie das Ganze mit dem Hexen abgeht und wie schnell, was wir farmen können, was passiert und euch das Game interessiert und gefällt, lasst mir extra viel Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Dann bringe ich eine weitere Folge.
Ich würde es mega gern wissen. Ich werde es auf der Switch spielen. Privat. Wenn ihr aber Bock habt, dabei zu sein, sagt's mir. Dann halte ich natürlich an und spiele mit euch weiter. Und ja, geiles Game. Danke für die Empfehlung. Ich möchte gern weiterspielen, wie gesagt. Wir gucken mal, wie es bei euch ankommt. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos und vor allem in den nächsten Cozy Games.